Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es gibt Neuigkeiten und zwar gibt es einen neuen Rekord in Valentinas Welt, glaube ich. Sie hat es geschafft, innerhalb von nicht mal einer Woche 3 Leute gleichzeitig per Instagram schlecht zu reden. Das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte. Angefangen hat es beim World Club Dome, Wochenende. Dort ist sie auf Gina getroffen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, gar nicht lange erzählen. Guck mal, wer da ankommt, wer da Stress macht. Guck mal, wer da Stress macht, wer einen belästigt. Und noch auf Video. Ich liebe es, wenn einfach Zufälle passieren. Und da mache ich gerade noch eine Story. Und ja, es ist natürlich wieder Schicksal. Und herrlich, dass die Person, die sehr, sehr verbittert ist und sich dringend einen Therapeuten suchen sollte, mit der ich ja mal befreundet war und die Freundschaft beendet habe, weil sie genauso ist, wie sie ist, einen beleidigt und belästigt, lieben wir. Und dann auch auf Kamera. Schön. Ja, das war Valentinas Instagram-Story an dem, ich weiß es nicht, Freitag oder Samstag, keine Ahnung. Wer mir auf TikTok folgt, der weiß, dass ich kein Fan bin oder werde von Valentina, niemals. Das hat schon vor Promi Big Brother, lange vor Promi Big Brother angefangen. Ich fand sie von ihrem ersten Format an, was sie mitgemacht hat, unsympathisch. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Aber Gina hat sich auch dazu geäußert in ihrer Story. Was soll ich euch sagen? Was ist gestern Abend passiert? Schnelldurchlauf. Ich habe eine gewisse Person dort getroffen. Sie hat immer wieder auf der Fläche provoziert. Mich provoziert, rübergeguckt, Kommentare losgeworden und ich habe immer meinen Mund gehalten. Und als ich sie draußen gesehen habe, hat sie mich gefilmt. Und ich bin dann auf die beiden zugegangen und habe zu ihrem Freund gesagt, du armer, armer Junge, wie kannst du mit so einer Person eine Beziehung führen? Ja, also Valentina hat ja nun mal eine sehr provokante Art. Also sie gibt es ja auch zu, sie stichelt da gerne und da steht sie ja auch zu. Das ist ja, mit der Einstellung geht sie ja auch wirklich in jedes Format rein. Man weiß natürlich nicht, wie es vor Ort genau abgelaufen ist, ne? Wir haben jetzt hier nur diese ausführlichere Story von Gina. Ich kann mir aber gut vorstellen, so wie man Valentina im Fernsehen wahrnimmt, dass sie auf jeden Fall gut provoziert hat. Andererseits muss man natürlich sagen, es sind zwei Parteien, die nicht unbedingt für Glaubwürdigkeit stehen. Abgesehen davon, dass die Verlobung sowieso fake war, dass sie die Verlobung nicht von ihm kam, sondern dass sie sich den Ring selber gekauft hat. Und das hat Valentina schon dementiert online. Sie hat nämlich einen Screenshot hochgeladen von der Rechnung vom Ring. Und da stand der Name von ihrem Freund drauf und die Kreditkarte oder die Bankkarte, weiß ich jetzt nicht, mit der das bezahlt wurde. Und da kann man ja mal die letzten 4 Zahlen sehen. Und dann hat sie noch die Karte dazu eingeblendet, hat natürlich alles gepixelt, außer den Namen und die letzten 4 Zahlen, die halt übereingestimmt haben. Und ich glaube, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, war das die Karte von der Firma ihres Freundes. Also erstmal sieht es so aus, als hätte er ihr den Ring einfach ganz normal gekauft, wie das halt in den meisten Fällen so ist. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, dass diese Person einen extremen Höhenflug hat und denkt, die wäre die krasseste, weil die in irgendwelchen Fernsehformaten mitgemacht hat. Girl, du bist ein Mensch wie jeder andere auch. Don't tell me. Ich glaube auch, sie gibt schon sehr, sehr viel auf das, was sie bisher alles an Shows mitgemacht hat. Ich meine, warum sollte man sich sonst die Shows tätowieren lassen? Ich weiß auch nicht, was sie glaubt, welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft gegenüber anderen hat. Und ich weiß auch nicht, wieso sie sich permanent über anderen Menschen sieht. Sicherlich, sie verdient für ihr Alter gutes Geld. Wie alt ist sie? 22? Sie ist auf jeden Fall jünger als ich ein paar Jahre. Klar, und ist auch schön für sie. Aber
In jedem Format sucht sie sich immer ein Opfer raus, gegen das sie stichelt. Und es ist einfach schwer mit an. Also ich muss wirklich sagen, Formate, in denen Valentina ist, an denen Valentina teilnimmt, sind für mich sehr schwer anzusehen, sehr schwer zu ertragen, weil ich das einfach so unangenehm finde, wie ein Mensch immer wieder und immer wieder auch mit der gleichen Motivation da reingeht, ja. Ich lasse mir gar nichts sagen, ich bin die Trash Queen. Da dachte ich mir dann bei Promi Big Brother, okay, du bist die Queen of Trash. Dachte eigentlich immer, Kanalot ist die Queen of Trash. Aber gut, Valentina ist die selbsternannte Queen of Trash. Ich weiß nicht, wer ihr den Titel verliehen hat, aber scheinbar hat sie ihn. Höhenflug trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich meine, man weiß nicht, wie sie vor ihrem öffentlichen Leben war, sagen wir es mal so. Aber so wie es jetzt ist, ist es sehr unangenehm. Und das merkt man ja auch an den ständig wechselnden Freundschaften. Ne? Also keiner von ihren Freunden hält es ja wirklich lange mit ihr aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Valentina jede Freundschaft davon einzeln selbst beendet. Behauptet diese Person auch noch, sie hätte die Freundschaft beendet. Ja, okay. Und jetzt finde ich, wird so Kindergarten, boah, ich habe die Freundschaft beendet, du hast die Freundschaft beendet. Ist im Prinzip egal, ihr geht getrennte Wege, ist wahrscheinlich auch besser so. Ich meine, ihr werdet euch beide nicht gut tun. Ja, muss man sich jetzt, finde ich, nicht drüber streiten, im Erwachsenenalter, wer da jetzt wirklich die Freundschaft beendet hat. Girl, ich kläre das jetzt hier mal für alle. Ich habe diese Freundschaft beendet, weil du einfach ein extrem respektloser Mensch bist. Du benutzt Menschen einfach für deinen Vorteil. Du bist sehr narzisstisch. Ja, dass die Menschen für ihren Vorteil benutzt, da haben sich ja schon mehrere zu geäußert. Also unter anderem hatte sie ja mit Jill lange, war sie ja befreundet. Ich glaube, das war damals zu Are You The One Zeiten. Dann war sie ja irgendwann mal mit einer Christine Okpara befreundet. Immer so Leute, die auch schon gut Fuß gefasst haben im Showbiz. Und ja, wahrscheinlich für die Promi-Flash-Artikel oder keine Ahnung wofür. Aber ja, die Diskussion über wer die Freundschaft beendet hat, finde ich dann jetzt tatsächlich einfach Kindergarten. Also noch mehr Kindergarten als dieses ganze Theater an sich. Du blamierst Menschen in Restaurants, in Clubs, auf Veranstaltungen und diese Blöße wollte ich mir nicht mehr geben. Ich wollte mich erwachsen verhalten und da Gras drüber wachsen lassen. Ich glaube, dass Valentina an sich tief in ihrem Inneren eigentlich super unsicher ist und deswegen verkauft sie sich auch immer nach außen als so, oh, ich bin so real und so direkt und ehrlich und ich bin total selbstbewusst und ich sag jedem meine Meinung ins Gesicht, ja. Ich glaube aber, das Verhalten an sich ist einfach Unsicherheit. Ich weiß nicht, inwieweit sie in der Schule vielleicht abgelehnt wurde oder ne, wo auch immer. Irgendwann wurde sie bestimmt mal abgelehnt und ich glaube, es ist einfach so ein Selbstschutz. Darum diese Art. Aber wie gesagt, es ist keine Entschuldigung, weil es gibt Leute wie mich, die können damit gar nicht umgehen. Nicht, weil ich mir denke, oh Gott, wenn ich mit der Person Kontakt habe, dann werde ich irgendwann von ihr fertig gemacht, sondern einfach, es sind einfach nicht die Werte, die ich vertrete. So. Und dann kam der zweite Fall. Dann hat sie sich die zweite Person diese Woche rausgepickt. Und das finde ich, also das ist wirklich so mit die Krönung eigentlich. Weil es geht um Christina von Temptation Island. Es wurde jetzt die finale Folge ausgestrahlt, in der man das Lagerfeuer von Alex und Christina sieht, was wirklich, wirklich hart war. Und Valentina ist der Meinung, Christina hat das verdient. Und das, finde ich, ist so eine Aussage, dass, boah, schäm dich. Das ist absolut respektlos und ekelhaft, so eine Aussage zu treffen. Weil das, was da Christina passiert ist, hat niemand, also wirklich niemand hat das verdient. Aber hören wir uns mal an, was Valentina dazu zu sagen hat. Viele denken sich so, oh, die arme Maus, die betrogen wird, was sowieso von ihm alles nur geplant war. Und rein marketingtechnisch nochmal für ihn einen Kick geben sollte, weil er keinen Bock mehr auf die Beziehung hatte, meiner Meinung nach. Ja, also, dass die Beziehungen vorher schon an Trümmern waren, wissen wir ja mittlerweile durch die ganzen Fragerunden. Und ich denke auch, er hatte eigentlich schon, er wusste, die Beziehung wird nicht mehr lange funktionieren. Also, dass es irgendwann auf eine Trennung hinausläuft, war klar. Ob er jetzt wirklich geplant hat, sich da drin zu trennen, sei mal dahingestellt. Aber
dass er da nochmal ein paar Follower, auch wenn er das immer so abtut, nein, nein, will er nicht, aber ich denke auch, ne, er hat das schon auch sehr aus egoistischen Gründen überhaupt gemacht, diese Show. Nein, nicht die Arme. Genau, das hat sie verdient. Ich wünsche niemandem sowas. Ich wünsche auch niemandem das Schlechte, aber ich wünsche Menschen das Schlechte, wenn sie einem zu Unrecht, in dem Falle hat sie mich ja zu Unrecht bedroht, beleidigt. Also merke, Valentina wünscht niemandem etwas Schlechtes, außer die Person war nicht nett zu Valentina. Ich weiß nicht genau, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Ich weiß, dass es irgendwie, ach, auch über einen Anwalt oder so alles lief und ne. Aber Christina hätte mich von A bis Z runter beleidigen können oder jemand, egal wer, ja. Ich wünsche das niemandem. Weil das ist schon ohne Kamera schlimm genug, sowas zu erleben. Mit Kameras ist das aber noch 10-mal schlimmer. Und wenn dann jemand kommt, der sich da hinstellt und sagt, ja, das hast du absolut verdient, weil du hast mich beleidigt. Keine Ahnung, wo man sich das Recht und die Arroganz rausnimmt für so eine Äußerung. Und deswegen hat sie das alles, was da bei Temptation Island passiert ist, verdient. Und man hat auch noch mal ihr Verhalten, was unterirdisch ist, was man auch sehen kann, noch mal komplett bestätigt. Ich finde Valentinas Verhalten auch in ihrem Format unterirdisch. So. Deswegen wünsche ich Valentina trotzdem nichts Schlechtes. Also, das ist ein ganz, ganz schwacher Charakterzug. Ganz schwach. Und man kann es nicht mal, ich finde, man kann die Sachen nicht immer aufs Alter schieben. So, ja, die ist jetzt Anfang 20. Ja, und? Mit Anfang 20 funktioniert das Gehirn noch nicht? Oder, also, mit Anfang 20 solltest du doch so weit sein, zu wissen, okay, Missgunst ist in keinem Falle gut, ne? Niemandem gegenüber. Ja, und dann hat Valentina sich ihr drittes und ich denke letztes Opfer für diese Woche rausgepickt. Und zwar läuft ja gerade Germany Shore. Und da ist natürlich Valentina auch dabei. Und unter anderem ist dort eine, wie heißt sie? Ah, den vollen Namen kann ich leider nicht aussprechen, aber Spitzname ist Hattie. Manche kennen sie vielleicht, sie war mal Darstellerin bei Köln 50667. Auf jeden Fall sind die beiden nicht gut miteinander. Valentina ist da in dem Format halt wieder Valentina und hat dann jetzt auch auf Instagram ein Posting gemacht, ja, wenn kleine Mäuse sich mit ihr anlegen wollen und dann in Tränen ausbrechen und so. Also sie hat sich wieder als die große, tolle Bad Bitch hingestellt. Und ja, alle anderen sind ihr unterlegen. So, das ist ja. Also sie hat so ein Ego nach außen. Ich glaube, innen ist sie so klein. Aber nach außen präsentiert sie die große, tolle Valentina. Und dann hat sie noch auch ganz ekelhaft ein Foto von der Hattie. Das packe ich hier auch nicht mit rein, weil ich finde, das ist nicht notwendig. Wer sich das angucken möchte, geht entweder bitte auf Valentinas Seite, wenn es noch online ist. Oder guckt sich Germany Shore an. Es läuft bei Paramount Plus. Auf jeden Fall hat sie in ihre Story ein Foto gepackt von der Folge, wo Hattie sich übergibt. Und man sieht es halt auch wirklich. Hat dann ihre Augen verpixelt und hat geschrieben, bei dem Verhalten würde ich auch kotzen. Bei welchem jetzt? Bei deinem? Oder bei dem von Hattie? Also, es ist alles beim Alten. Valentina stichelt in alle Richtungen. Ich denke, es wird sich auch nie ändern. Es gibt ja einfach Leute, die sind vom Charakter so. Ja, das war's auch. Ich hoffe, demnächst kommt nichts Neues von Valentina. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute mal ein kurzes Video. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Abonniert gerne den Kanal, hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram oder TikTok folgen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.